mit der Harmonika von Klagenfurt nach Berlin. Und heute heißt es wieder Hallo Villach, denn Hansi und Marco sind zum zweiten Mal in der Kärntner Stadt unterwegs und schauen sich mal um, welche Talente sich in Villach versteckt haben. Entschuldigung, habt ihr ganz kurz Zeit? Ich habe eine ganz kurze Frage an euch. Habt ihr heute schon mal gesungen? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich? Wo kommt sie her? Seid ihr Villacher? Ja, sehr. Okay. Und was hört ihr immer so viel Musik in eurer Freizeit? Wir sind aus Kroatien, also kroatisch. Ja. Ah, okay, ist so kroatischer Schlager ist es dann, oder wie? Ja, so. Okay, aber kennt ihr jetzt irgendwie auf Anhieb so ein deutsches Schlagerliedsinger? Boah, ja. Also jetzt denken wir mal noch, also Helene Fischer kennt sie, oder? Ja. Kennt sie Atemlos durch die Nacht? Ja. Kannst du diesen Singer für uns? Ihr habt die Chance, dass ihr ein Wellnesswochenende gewinnt. Na wirklich. Na wirklich. Ihr kennt ein Wellnesswochenende gewinnen und die Telefonnummer von mir und von Marco. Zwei Villacher Damen mit Atemlos durch die Nacht. Eins, zwei, drei. Atemlos durch die Nacht. Bis ein neuer Tag erwacht. Atemlos. Großes Kino für uns zwei. Wir sind heute ewig tausend Glücksgefühle. Alles, was ich will, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie unsterblich. Komm in meine Hand und geh mit mir. Wow, das war der Wahnsinn. Ihr habt mich echt berührt. Hey Mädels, ich sag vielen Dank fürs Mitmachen. Grüß euch. Darf ich dich ganz kurz was fragen? Sie haben im Lotto gewonnen. Tanzt man das nicht? Ich lieg nicht. Schönen guten Tag, grüß euch. Haben Sie ganz kurz Zeit für mich? Aber gerne. Sie schauen so nett aus. Ja, ich bin glücklich, dass ich hier bin. Sie, wo kommen Sie her? Aus Deutschland? Aus Deutschland, jawohl. Ja. Und ihr hört Volksmusik? Doch, ab und zu mal. Vor allen Dingen zum Tanzen, ja. Zum Tanzen. Ich muss erst mal fragen, wie heißt ihr beide? Ich bin Corinna. Die Corinna? Tochter. Ah, die Tochter? Und die Christa. Christa. Es ist so, wir suchen junge Sängerinnen und Sänger. Und wir haben ja bis jetzt noch kein Mutter- und Tochter-Sänger gehabt. Also ich kann aber jeden Platz räumen, sagen wir mal so, wenn das nötig ist. Uns zählt nur der Wille. Das ist dann so. Ja, was ihr singen wollt. Na, das mag ich aber nicht. Oder von Stefanie Held über jedes Bachel geht der Frickel. Kenn ich nicht. Du kennst die Lieder und ich kann singen. Was machen wir da? Oder Seemann, was wir träumen. Na, das kenne ich auch nicht. Oder Anita, ich fange sie irgendwo allein. Wie wär's mit der ersten Strophe vom Rennstecken? Bringen wir das zusammen? Ja genau, das wäre ein super Lied. Ja? Das. Das merken Sie doch nicht, wenn ich falsch singe. Probieren wir die Tonlage. Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Den Beutel auf dem Rücken, die Klampfe in der Hand. Diesen Weg auf den Höhen bin ich oft gegangen. Vöglein sangen Lieder. Bin ich weit in der Welt, habe ich verlangen. Thüringer Wald, nach dir. Juhu! Jawohl! Also ihr seid auf jeden Fall vorne dabei heute. Junge Dame, haben Sie ganz kurz Zeit? Ey, ich habe Sie gemeint. Die ist ja nur jünger wie Sie. Schönen Tag. Ich bin ein Lustermann, das man so völlig So, liebe Zuschauer, jetzt ist es soweit. Unsere heutigen Stargäste sind jetzt da bei uns in Villach, nämlich die Knickernocker. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Woher kommt Knickernocker? Ja, ist eigentlich recht einfach. Als wir, also der Edmund und ich, wir haben ja gemeinsam bei einer bekannten Schlagerband aus Kärnten gespielt früher, und zwar beim Knockern Quintett, zum Teil knapp 30 Jahre lang. Als wir diese neue Band gegründet haben, haben wir dann überlegt, was brauchen wir für einen Namen? Wir brauchen natürlich einen Namen, der zu uns, zu unserer Musik passt. Und da gibt es zwei Geschichten dazu. Und zwar einmal gibt es eine sehr, sehr bekannte Serie aus den USA, und zwar The Knick.
Genau, das ist eine bekannte Serie. Und uns gefallen das Outfit, die Klamotten, die diese Leute in diesem Film tragen. Und privat stehen wir einfach auch ein bisschen auf Retro kombiniert mit modernen Elementen, also nicht nur musikalisch, auch in der Mode. Und wir haben begonnen, also mein erstes Outfit war zum Beispiel, ich habe eine klassische Knickerbockerhose aus den 20er, 30er Jahren getragen. Und wir haben erstmal drüber gelacht, weil dieses Wortspiel Knickerbocker haben wir dann kombiniert mit unserer musikalischen Herkunft, mit dem Knockalm-Quintett. So kam dann heraus Knickernocker. Ja, da haben wir so drüber gelacht, dass uns einfach der Name nicht mehr aus dem Sinn gegangen ist. Ja, und dann war die Sache schon geritzt. Also wir heißen... Also ein Name hat eine Bedeutung und einfach einen Hintergrund. Hat einen Hintergrund, natürlich schwierig zu erklären. Ja. Ist, aber für uns sitzt die Nummer. Aber sehr viele Zuschauer oder auch mich persönlich sehr interessiert. Ihr wart jahrelang so erfolgreich unterwegs mit dem Knockout Quintett. Wie kommt es, dass man nicht mehr dabei ist oder dass ihr nicht mehr dabei seid? Ja, das wird der Edmund besser beantworten noch. Ja, wie du schon sagst, wir haben wirklich fast 30 Jahre beim Knockalm Quintett verbracht, haben dort höchst erfolgreiche Jahre in trauter Einsamkeit, wollte ich fast sagen, aber in toller Kameradschaft mit unseren Kollegen verbracht. Und irgendwann mal sollte Zeit kommen, dass wir uns auf eigene Wege begeben, und dort haben wir uns gedacht, eben diese Knickernocker-Geschichte werden wir beginnen, und das haben wir dann mit unserem Sänger aus Südtirol haben wir das dann umgesetzt. Okay, also weil viele Medien ja vielleicht eine Geschichte oder auch eine Geschichte daraus gemacht haben, dass vielleicht da irgendwelche Streitigkeiten waren oder irgendwie sowas, das ist nicht der Fall, oder? Nein. Weil viele Leute reiben sich ja immer irgendwas zusammen, dass sagen, die sind jetzt gegangen, vielleicht haben die gestritten, also bei euch ist alles gut, auch mit Gottfried und so weiter? Es ist alles gut, wir haben sogar im Herbst letzten Jahres mit zusammen einen Auftritt in Klagenfurt gehabt, und da ist alles Palette. Das ist sehr schön, wenn man sich nur immer nach so einer langen Zeit in die Augen schauen kann. Und wie gesagt, ihr habt ja einen Sänger, der Marco ist es nämlich, dabei, der jetzt eure Stimme ist, eurer neuen Band. Und wie ist das, wie stellt man sich die vor, diese Richtung, kann man das mit Knockalm Quintett Sound vergleichen oder wie kann man das erklären in Worte? Ja, das kann man vielleicht so erklären. Also der Konzept war von Anfang an ein bisschen feine Schlagermusik zu machen mit Retro-Elementen, nicht? Und da haben wir schon ein paar Monate dann daran gebastelt, bis wir den Sound gefunden haben von unserer ersten CD. Jetzt basteln wir schon wieder ein bisschen weiter, jetzt denken wir wieder einen Schritt weiter. Aber das war eigentlich der Grundgedanke. Okay, also ihr macht euer eigenes Ding. Genau. Und das ist ja, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil man hat ja heutzutage, gibt es ja genügend Beispiele, einfach den Erfolg, wenn man sein eigenes Ding macht, und ich finde das super toll. Und steht schon irgendwie eine neue CD an? Also wie du gerade gesagt hast, ihr produziert ja, schon, aber schon ja, irgendeinen Termin sehr, auch? Wir arbeiten sehr fleißig daran, wir arbeiten gerade an einer neuen Single. Dazu kann ich jetzt nicht noch Genaues sagen, weil es ist alles noch in Arbeit. Aber bis September erscheint sicher irgendwas Neues okay. Von uns, und wir basteln gerade an unseren Sound wieder. Ja, cool, wirklich cool. Jetzt eine Sache, was ein sehr schwieriges Thema oder beziehungsweise auch ein sehr trauriges Thema ist. Leider letzten Jahres hat ein Musikkollege von euch euch verlassen, beziehungsweise hat sich das Leben genommen, ein ganz schwieriges Thema. War überall in den Zeitungen gestanden, dass er verschwunden war, und dann hat er sich leider das Leben genommen. Wie ist es, wie ist euch da, wenn ich fragen darf, ergangen da einfach, dass man, wie waren da die Gefühle? Oder Es war natürlich für uns sehr, sehr schwierig. Also wir gehen mal davon aus, dass es ein Unfall war, weil es ist nicht ganz sicher. Wir sind ja zu dritt ausgestiegen beim Knockalm Quintett, also der Edmund, ich. Und der dritte Kollege war eben der Dietmar Zwischenberger, von uns genannt der Zwicky. Der ist mit uns ausgestiegen, hat mit uns, nämlich Marco, die Knickernocker gegründet. Also wir waren zu viert am Anfang. Leider Gottes, ja, ist er Ende letzten Jahres verstorben. Er wurde erst vermisst, und 16 Tage nach dem Vermisstsein wurde er dann leider Gottes gefunden. Es war für uns sehr, sehr schwierig, weil wir waren ja nicht nur Kollegen über circa 30 Jahre, sondern wir waren auch privat eigentlich recht gut befreundet. Also wir haben uns gegenseitig besucht, eingeladen zu Familienfesten. Es war doch ein sehr, sehr enger Kontakt, eine sehr enge Bindung bei uns.
Als dann dieser tragische Fall halt eingetreten ist, was wirklich sehr, sehr hart war für uns auch, wir haben erstmal überlegt, was machen wir jetzt mit Knickernockern ohne den Zwicky? Das ist nicht mehr das, was es eigentlich mal war, wie wir uns das eigentlich vorgestellt hatten. Und da haben wir dann uns ein paar Wochen Zeit gelassen zu überlegen, was tun wir? Und wir wurden auch sehr, sehr ermutigt von Fans und auch von seiner Familie, doch dieses Werk, was wir gemeinsam angefangen haben, auch fortzuführen. Dann haben wir beschlossen, wir machen zu dritt weiter. Also für uns ist es nicht denkbar, dass der Zwicky ausgetauscht wird oder ersetzt wird durch einen anderen Musiker. Das war ein Teil vom von den Knickernockern wird auch immer irgendwie ein Teil bleiben. Also wir machen zu dritt weiter. Und ich glaube, er hätte auch bestimmt nicht gewollt, dass ihr alles hinschmeißt und einfach aufhört. Ich glaube, ist auch nicht, in seinem Wille, dass ihr weitermacht, diese Musik weiterführt, das, was, glaube ich, auch einmalig ist, was ihr jetzt macht. Und er schaut euch bestimmt von da oben zu und drückt euch ganz fest die Daumen. Ich glaube auch, wir glauben alle auch, ja. Ja, Marco... Ja, genau, noch frage ich ein paar Sachen. Ja, liebe Zuseher, wir haben jetzt ein paar wirklich spannende Einblicke bekommen von den Knickernockern. Was mich persönlich jetzt interessieren würde, die Knickernocker gibt es jetzt seit ungefähr 2 Jahren, aber wie lange macht jeder von euch einzeln jetzt eigentlich Musik? Weil ihr seid ja alles Profimusiker, glaube ich, oder? Und wie lange macht ihr das jetzt schon? Also wenn ich mir beginnen darf, ich habe mit 9 Jahren bei der Blaskapelle Iselsberg in Osttirol begonnen. Und mache aber Musik, so wie man sich's vorstellt, in einer Band seit meinem 14. Lebensjahr und das sind heuer genau 40 Jahre. Mhm. Unglaublich, toll. Der Marco, wie schaut es bei dir aus? Ja, bei mir schaut es so aus. Ich habe eigentlich schon mit 6, 7 Jahren mal irgendwann meine Musikalität entdeckt. Dann habe ich aber eine Pause dazwischen gehabt, weil das mit der Musikschule nicht so hundertprozentig hingehaut hat und habe dann mit 12 wieder angefangen. Und von da an habe ich angefangen, dann habe ich später mal angefangen auch zu produzieren. Ich mache eben auch Arrangementsproduktionen, Musikproduktionen im Studio und so. Und ein paar verschiedene Band gehabt oder so. Und jetzt sind es jetzt so ungefähr 30 Jahre wahrscheinlich, wo ich schon produziere. Und eure CD, glaube ich, hast auch du selber produziert alles, oder? Genau, natürlich gemeinsam mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen und mit auch ein paar namhaften, guten Mitarbeitern, die also wirklich sehr gut sind als Arrangeure und Mastering-Techniker und so. Mhm, super. Genau. Ja, bei mir ging es ähnlich los wie bei meinen beiden Kollegen. Also ich habe als Sechsjähriger angefangen, Klavier und Trompete lernen, der klassische Weg über die Musikkapelle, dann mit 13, 14 die erste Schülerband, dann habe ich Musik studiert, Jazzmusik und damit ging es eigentlich bei mir professionell los und ja, seitdem bin ich eigentlich Berufsmusiker und den Höhepunkt meiner musikalischen Laufbahn emotional gesehen habe ich mit meinen Kollegen, mit Edmund und Marco, weil es jetzt genau das ist, was ich schon immer eigentlich machen wollte in diesem Unterhaltungsmusikbereich. Ja, sehr schön, weil es ist oft so, dass man irgendwo hineingedrängt wird. Das weiß ja jeder, der ein bisschen Musik gemacht hat. Oder es entwickelt macht. Sich manches, genau, manche und, Wege. Wenn man das tun kann, was einem sehr gefällt, dann ist natürlich das immer das Beste. Das Musik ist das Schönste, was man überhaupt machen kann. Und ihr habt es mir erzählt vorher, ihr habt einmal im Jahr ein fixes Fest. Das macht sie in Lienz, glaube ich. Vielleicht könntest du ein bisschen was dazu sagen. Edmund, wann ist das heuer wieder? Genau, das machen wir auf der Piazza, auf dem Hauptplatz in Lienz. Und heuer ist es der 1. August. Wir haben schon letztes Jahr, ein sehr erfolgreiches Konzert dort gehabt. Und heuer wiederholen wir das. Mhm. Es gibt ein Konzert von uns, 2x1 Stunde Knickernocker am 1. August. Und da seid nur ihr alleine, gell? Genau, ihr keine Zusatzband? Keine Zusatzband, nein, das findet dort unter freiem Himmel statt und war letztes Jahr ein tolles Erlebnis für uns und wird es auch heuer wieder sein. Und wow, werden. Das klingt super, ja. Ich möchte mich ganz recht herzlich, oder wir möchten uns ganz recht herzlich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. War also mir eine riesengroße Ehre, dass so... die wir schon so lange auf der Bühne stehen und schon so viele Erfolge gefeiert haben, sie mit uns unterhalten haben und in unserer Sendung dabei sind. Und in der Song, jetzt zum Abschluss unserer Sendung, kommt euer neues Video oder eure letzte Single. Unsere erste Single, genau. Eure erste Single. Und zwar Ciao, bist du noch allein. Jawohl, und wir sagen recht herzlich Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald. Wir auch. Vielen Dank. Habe ich die Ehre. Servus. Ciao.